Hallo zusammen, ein neues Video von mir, und zwar könnt ihr es an der Überschrift erkennen. Es soll heute um ein Wimpernserum gehen, und ich möchte ganz kurz vorneweg sagen, natürlich ist es so, man muss es einfach wissen. Es kann durchaus sein, dass solche Wimpernseren nicht gut für die Augen sind. Letztendlich muss natürlich jeder selber entscheiden, ob er so ein Produkt verwenden möchte oder nicht. Es geht um das Wimpernserum, was sich nennt Beautiful Lash Eyelash Formula. Dieses sieht so aus, und ich habe es euch vor 4 Monaten circa in einem Haul-Video gezeigt. Ich habe mir dieses Produkt auf Empfehlung gekauft. Und zwar, als ich dieses Video zu dem Chiara Amra Wimpernserum gemacht hatte, hatte mir eben eine ehemalige YouTuberin geschrieben, Mensch, probier mal das, sie benutzt das und sie findet das ganz toll. Und dieses Serum ist relativ günstig. Dieses kostet nämlich 19,90 € bei 123TV. Einziger Kritikpunkt daran ist, dass man bei 123TV 6,90 € Versandkosten bezahlt. Das heißt, ihr seid bei 26,80 €. Letztendlich für dieses Produkt. Hier sind 3 Milliliter drin, und das Ganze ist wie alle Wimpernseren eben mit so einem Applikator, ähnlich wie ein Eyeliner-Pinsel, ganz dünner, ganz feiner. Und man soll dieses Produkt einmal täglich auftragen, vorzugsweise am Abend. Ich habe dieses Produkt jetzt, wie gesagt, seit 4 Monaten in Benutzung, und ich habe mir auch mit Absicht so viel Zeit gelassen, weil ich einfach sehen wollte, was ich wirklich dann auch tut. Dieses ist jetzt meine 2. Flasche davon, das heißt, ich habe mir dieses Produkt auch wieder nachgekauft, und ich bin mit dem ersten Fläschchen ja praktisch circa 4 Monate ausgekommen. Was möchte ich dazu sagen? Zum einen ist mir aufgefallen, so die ersten Tage, wo ich dieses Produkt benutzt habe, dass mir so nach einer Woche ungefähr hat es angefangen, dass ich bemerkt habe beim Abschminken, Mensch, mir tut mein Wimpernkranz weh. Und mir ist dann eben auch aufgefallen, dass mein Wimpernkranz sehr gerötet war. Wenn ihr in den letzten Wochen und Monaten vielleicht mal ein Video von mir gesehen habt, wo ich mich geschminkt hatte oder auch diese First Impression Hauls gedreht habe, wo ich eben ungeschminkt vor die Kamera sozusagen getreten bin, dann konntet ihr in diesen Videos vielleicht sehen und erkennen, wie rot meine Augenlider tatsächlich waren. Und das ist ein Problem, was mir eben relativ schnell aufgefallen ist, dass, wie gesagt, so nach einer Woche ungefähr tat mir auf einmal der Wimpernkranz weh. Und ich habe das halt bemerkt, wenn ich mich abends abgeschminkt habe und dann eben über meine Augen gegangen bin, dass ich wirklich gemerkt habe, der komplette Wimpernkranz tut mir weh und ist auch gerötet. Und ja, das Ganze hat dann tatsächlich so 4 bis 4, 5 Tage angehalten. Ich habe dann aber die Zähne zusammengebissen, sage ich mal, und habe das Produkt weiter benutzt. Und wie gesagt, auch so nach circa 5 Tagen war dieser Schmerz auf einmal dann auch weg. Meine Augen waren zwar immer noch gerötet, aber es tat halt nichts mehr weh. Und ja, ich habe das Produkt dann ganz normal weiterverwendet, jeden Abend, auch sehr gewissenhaft. Und so nach ja 3, 4 Wochen fing das Ganze wieder an, dass ich halt auf einmal wieder Schmerzen hatte beim Abschminken, gemerkt habe, mir tut der ganze Wimpernkranz weh, so ein sehr gereiztes Gefühl an meinen Wimpern. Und natürlich habe ich mir da auch überlegt, möchte ich so ein Produkt wirklich weiter verwenden, weil es kann natürlich nicht gut sein, wenn man Schmerzen hat, ja, also, oder das unangenehm ist für einen. Mir ist dann aber auch relativ zeitgleich aufgefallen, dass ich tatsächlich mehr Wimpern auf einmal hatte, also irgendwie vollere Wimpern hatte, und dachte mir dann, okay, vielleicht tut deswegen mein Wimpernkranz weh, weil natürlich auch diese Härchen erstmal durchkommen müssen. Und zwar ist mir das dann auch extrem in den nächsten Tagen aufgefallen beim Tuschen direkt und habe auf einmal gemerkt, dass mir 2 Schichten ausreichen, um das gleiche Ergebnis zu bekommen, wie ich sonst mit 3 oder 4 Schichten Mascara bekomme. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit meinen Wimpern, da meine Wimpern sehr geschwungen sind von Natur aus halt schon. Und ich mit einer Mascara eigentlich immer Länge erhalten möchte und eben auch ein bisschen Volumen. Und mir ist dann auf einmal eben aufgefallen, so nach 4 Wochen, Mensch, irgendwie funktioniert das mit dem Tuschen jetzt besser. Ich muss allerdings sagen, dass ich dann natürlich auch probiert habe, andere Mascaras zu verwenden und auch Mascaras, die ich nicht mochte, und da hat sich meine Meinung nicht verändert. Also der Unterschied ist nicht so groß gewesen oder so gravierend gewesen, dass ich jetzt eine Mascara, die ich vorher nicht mochte, auf einmal mochte oder so. Also ich brauchte immer noch Länge und ich brauchte auch noch Volumen, aber konnte eben
ein oder zwei Schichten Mascara weglassen und hatte trotzdem dasselbe Ergebnis. Mit den Monaten dann hinweg, es sind ja dann mehrere Wochen, Monate vergangen, ist mir eben aufgefallen, wirklich, dass meine Wimpern um einiges voller geworden sind. Und mir auch aufgefallen ist, dass ich öfter angesprochen worden bin, ob ich eine neue Mascara hätte, meine Wimpern wären so schön. Und ja, da ich keine neue Mascara ausprobiert habe, beziehungsweise da benutzt habe, ist es eben schon aufgefallen, dass die Wimpern voller sind. Kommen wir zur Länge. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Länge fällt mir nicht wirklich auf. Wenn, dann wirklich nur so ein ganz, ganz kleines bisschen, aber auch erst so in den letzten 4 Wochen. Also die ersten 3 Monate habe ich wirklich nur bemerkt, dass ich vollere Wimpern bekommen habe, auch am unteren Wimpernkranz, dass wenn ich die halt unten tusche, dass ich die viel besser sehe wie vorher, als ich noch kein Serum benutzt habe. Länge, wie gesagt, kann ich nicht wirklich feststellen, wenn überhaupt, dann nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Aber das ist auch erst in den letzten 4 Wochen passiert, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht sind 1-2 Millimeter dazugekommen. Also wirklich nichts Gravierendes von der Länge. Ich muss aber auch dazu sagen, dass in den Inhaltsstoffen in diesem Serum der Wirkstoff, der für das Wachstum verantwortlich ist, als allerletzter Inhaltsstoff angegeben wird. Also, dass da wirklich nur eine ganz, ganz geringe Menge von drin ist. Ich mir deswegen eben vorstelle, okay, aus diesem Grund ist dieses Produkt günstiger als andere Produkte auf dem Markt. Zum anderen dauert das Ganze natürlich dann auch länger, wenn ihr weniger Wirkstoff drin habt. Von daher, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt schon am Ende bin nach diesen 16 Wochen oder ob da tatsächlich noch irgendwas kommt an Länge oder so. Zumindest ist es so, dass ich mir dieses Produkt wieder nachgekauft habe, weil ich einfach auf den Effekt, den ich bisher damit erzielt habe, nicht wieder verzichten möchte. Ich habe halt morgens um einiges mehr Zeit, weil ich mir nicht so lange die Wimpern tuschen muss wie sonst. Und muss allerdings mir immer noch Mascaras kaufen, die mir Länge und Volumen geben. Also daran hat sich nichts geändert. Es ist sicherlich kein Wundermittel, aber es hat auf jeden Fall für mich was gebracht. Auch was Sichtbares. Wenn meine Wimpern abgeschminkt sind, sind sie um einiges dichter wie vorher. Also das kann ich definitiv sagen. Von daher, ich bin zufrieden mit dem Produkt. Es gibt bestimmt bessere Wimpernseren, die vielleicht schneller wirken. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Also ich glaube schon, dass dieser riesengroße preisliche Unterschied und diese Inhaltsstoffe, die dann da drin sind, die Konzentration von den Inhaltsstoffen, dass die schon einen Unterschied machen. Aber irgendwo muss dieser Unterschied ja auch herkommen, dass dieses Produkt so viel günstiger ist tatsächlich. Von daher denke ich, man kann dieses Serum sicherlich benutzen, wenn man eben länger warten kann, ganz einfach. Und wenn man nicht allzu empfindlich ist an den Augen. Also wenn ihr wirklich sehr, sehr schmerzempfindlich seid und sowieso schon empfindlich an den Augen seid, dann würde ich euch dieses Serum vielleicht jetzt nicht gerade empfehlen. Was noch erwähnenswert ist, ist vielleicht, dass dieses Produkt in Deutschland hergestellt wird. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, hinterlasst mir sehr gerne Kommentare und auch ein Däumchen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.